Sarah Stern ist gerade einmal 19 Jahre alt, als sie spurlos verschwindet. Alles deutet darauf hin, dass ihr bester Freund aus der Kindheit, dem sie blind vertraut, etwas mit der Tat zu tun hat. Aber man kann ihm nichts nachweisen. Es scheint, als käme er ungestraft mit seinem Verbrechen davon. Doch ein Freund von ihm spielt ein doppeltes Spiel. Er will die Wahrheit ans Licht bringen und ist bereit dafür, sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Das, was sich ihm dabei offenbart, ist so widerlich und grausam. Man würde es nicht glauben, wenn es nicht alles auf Kamera aufgezeichnet wäre. Es ist ein Fall von Neid und Gier, von Mut und Zivilcourage. Es ist der Fall von Sarah Stern. Sarah Stern ist am 24. März 1997 in Neptune City geboren worden. Sie wuchs in New Jersey auf und besuchte dort später auch die Neptune High School. In ihrer Freizeit verbrachte sie, so wie vermutlich einige von euch auch, sehr viel Zeit auf YouTube. Sie liebte es, sich durch die Kanäle ihrer Lieblings-YouTuber zu klicken und sich die neuesten Videos von ihnen anzusehen. Außerdem hat Sarah eine große Leidenschaft für Softball und für Schwimmen. Beidem konnte sie in ihrer Highschool regelmäßig nachgehen. Doch im Jahr 2013, als Sarah gerade einmal 16 Jahre alt war, überschattete ein Schicksalsschlag die kleine Familie. Ihre Mutter verstarb nach einem kurzen, aber heftigen Kampf gegen ihre Krebserkrankung. Sarahs Welt brach zusammen. Sie hatte keine Geschwister. Und nach dem Tod ihrer Mutter blieb ihr nur noch ihr Vater, Michael Stern. Die Trauer brachte die beiden aber glücklicherweise noch näher zusammen. Und so hieß es irgendwann, sie und ihr Papa gegen den Rest der Welt. Eine große Unterstützung waren für Sarah in dieser Zeit auch ihre beiden besten Freunde Liam McEtesney und Preston Taylor. Liam und sie kannten sich bereits seit ihrer Kindheit und verbrachten in den letzten Jahren kaum einen Tag getrennt voneinander. In der Highschool freundeten sie sich mit Preston an. Und die beiden jungen Männer zogen kurz darauf in eine WG. Von da an waren die Teenager ein unzertrennliches Dreiergespann. Egal ob eine Gruppenarbeit, eine Party oder irgendeine Freizeitaktivität anstand, es war klar, dass Sarah, Liam und Preston zu dritt daran teilnahmen. Im Jahr 2016 sind Sarah und Liam sich näher gekommen. Die beiden waren kein Paar, aber verbrachten noch mehr Zeit als sonst miteinander und fuhren regelmäßig gemeinsam in den Urlaub. Kanada hatte den beiden so sehr gefallen, dass sie darüber sprachen, dort eventuell gemeinsam hinzuziehen. Sarah ging es wieder besser. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater und auch ihren beiden besten Freunden stand sie näher als jemals zuvor. Alles schien sich zum Guten gewandelt zu haben. Doch in den frühen Morgenstunden vom 3. Dezember 2016 meldete sich plötzlich ein Uber-Fahrer bei der Polizei. Er hätte Sarahs verlassenes Auto gefunden. Ihm sei es aufgefallen, dass auf der Belmar Bridge stände und der Schlüssel stecke. Kurz darauf wurde Sarah auch von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Polizei fuhr daraufhin zur Brücke und schaute sich Sarahs Auto einmal genauer an. Es war verlassen, aber nicht aufgebrochen. Es ließen sich auch keine Spuren von Fremdeinwirkung finden. Daher war die naheliegendste Theorie die, dass Sarah von der Brücke in den darunter verlaufenden Shark River gesprungen ist. Das würde die weiteren Ermittlungen deutlich erschweren, da ein reißender Fluss wie der Shark River einen Körper schnell entlang des Gewässers transportieren und unter Wasser ziehen würde. Die Chance, Sarah wiederzufinden, wäre so sehr gering. Um andere Möglichkeiten auszuschließen, leitete die Polizei eine große Suchaktion in die Wege. Viele Freiwillige, darunter auch Sarahs Vater, Liam und Preston, beteiligten sich an der Suche. Aber Sarah schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Dadurch wurde die Theorie, dass sie tatsächlich von der Brücke gesprungen ist, von Tag zu Tag wahrscheinlicher. So wahrscheinlich, dass man kaum noch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen hat. Doch das war nicht, wie man annehmen würde, neuen Ermittlungsergebnissen oder gefundenen Spuren geschuldet, sondern vielmehr Liam McEtesney.
Sarahs bester Freund ließ keine Gelegenheit verstreichen, um die Ermittler und Sarahs Umfeld davon zu überzeugen, dass die 19-Jährige die letzten Monate suizidal war und mit dem Gedanken spielte, sich das Leben zu nehmen. In die Karten spielte ihm dabei, dass Sarah sich tatsächlich nach dem Tod ihrer Mutter versucht hatte, umzubringen. Liam erwähnte gleichzeitig aber auch immer die Möglichkeit, dass sie ein neues Leben in Kanada begonnen haben könnte. Da die beiden ja, wie eben erwähnt, es dort so schön fanden, dass sie sich auch vorstellen konnten, dorthin zu ziehen. Sarahs Familie und ihre anderen Freunde ließen sich davon aber nicht überzeugen. Laut ihnen war Sarah mittlerweile wieder glücklich und keinesfalls suizidal. Diese schwere Zeit hätte sie hinter sich gelassen und einen neuen Lebenswillen geschöpft. Bei einem routinemäßigen Verhör befragte die Polizei Liam zu Sarahs Verschwinden. Dabei erzählte er, dass sie sich noch am Vortag ihres Verschwindens getroffen hätten. Gemeinsam wären sie zu Taco Bell und zur Bank gefahren und hätten im Anschluss noch ein bisschen bei Sarah zu Hause abgehangen. Gegen 16 Uhr sei er von dort aus zur Arbeit gefahren. Die Nachbarn von Sarah hatten an ihrer Ausfahrt eine Überwachungskamera montiert. Darauf konnte man die Straße vor Sarahs Haus sehen und somit auch die Autos, die in Sarahs Einfahrt einbogen oder herausfuhren. Die Polizei sichtete die Aufnahmen, um Liams Aussage zu überprüfen. Und tatsächlich konnte man sehen, wie Liams Auto die Einfahrt von Sarah um kurz nach 4 verlassen hat. Liam berichtete bei dem Verhör aber noch von anderen Vorkommnissen, die für die Ermittler völlig neu waren. So soll sich Sarah in den letzten Wochen sehr merkwürdig verhalten haben. Angeblich hätte sie viele ihrer Sachen in Umzugskartons gepackt und bei ihren Freunden zwischengelagert. Grund dafür wäre angeblich, dass sie ihrem Vater nicht mehr vertraute. Dieser soll sie mehrfach beklaut haben, weswegen er und Sarah viel Streit gehabt hätten. Dadurch misstraute sie ihm angeblich so sehr, dass sie nur noch von zu Hause weg wollte. Und tatsächlich konnte man auf den Überwachungsaufnahmen sehen, wie Sarahs Auto am 2. Dezember um 23.45 Uhr die Einfahrt verlässt. Das bestätigte den Ermittlern nach die Aussagen Liams, also dass Sarah es wirklich nicht mehr zu Hause mit ihrem Vater ausgehalten hat und sie die Situation so sehr belastete, dass sie in dieser Nacht zur Belmar Bridge fuhr, um sich umzubringen. In den nächsten Wochen ermittelte man nur noch zögerlich, denn einen Selbstmord zu beweisen, gestaltet sich ohne Leiche als sehr schwierig. Und diese zu finden wäre wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mittlerweile hätte Sarahs Körper durch die Strömung überall sein können. Kaum einer ging mehr davon aus, dass man diesen Fall noch vollständig lösen könnte. Doch das änderte sich Ende Januar des nächsten Jahres. Anthony Curry hatte die Polizei kontaktiert. Es handelt sich bei ihm um einen guten Freund von Liam. Die beiden gingen gemeinsam auf die Highschool und trafen sich regelmäßig zum Filme gucken. Anthony erzählte den Ermittlern von einem Ereignis ein paar Wochen vor Sarahs Verschwinden. Liam hätte damals erzählt, dass er darüber nachdenke, ein Mädchen zu erwürgen und von einer Brücke zu schmeißen. Als sich Anthony damals schockiert gezeigt hatte, spielte Liam die Situation sofort herunter und meinte, dass er nur einen blöden Scherz gemacht hat. Anthony hat nicht mehr an den Abend gedacht, bis er von Sarahs Verschwinden erfuhr und hörte, dass sie von einer Brücke gesprungen sein soll. Kurz darauf hätte Liam ihn sogar angerufen und nachgefragt, ob die Polizei mit ihm gesprochen habe. Das alles fand Anthony sehr verdächtig. Die Polizei stimmte ihm dazu. Auch sie hatten Liam zeitweise verdächtigt. Aber es gab keine eindeutigen Beweise, um ihn zu überführen. Und auch Anthonys Aussagen würden nicht für eine Festnahme reichen. Die Ermittler und Anthony überlegten gemeinsam, wie es ihnen gelingen könnte, Liam zu einem Geständnis zu bewegen. Schließlich entschieden sie sich für eine sehr riskante, aber auch wirkungsvolle Methode. Sie statteten Anthonys Auto mit einer Kamera und einem Mikro aus und täuschten eine gemütliche Verabredung zwischen den beiden vor. Am 31. Januar war es soweit und Anthony holte Liam mit dem Auto ab. Liam steigt ein. Nimm es mir nicht übel, aber ich muss dich kurz abtesten, Bro. Ich will nicht respektlos sein, nur sicher gehen, okay? Ich habe auch das FBI an meinem Mann. Was fragen die? Oh ja, einiges.
Die ganze Sache mit Sarah war ich. Ich habe Sarahs Situation für mich ausgenutzt, um von den Cops befragt zu werden. Das war alles Teil meines Plans, um mich unschuldig wirken zu lassen. Hast du sie von der Brücke geworfen? Das hast du nicht mitbekommen? Es war überall in den Nachrichten. Ich wusste nicht, ob du... Ja, und das Schlimmste ist, wir haben sie von der Brücke geworfen und ihr Körper ist nie aufgetaucht. Vielleicht ist er gefroren. Er ist vermutlich irgendwo draußen im Ozean. Pass auf, ich werde Preston nicht irgendetwas Dummes machen lassen. Ich habe was richtig Dummes gemacht und es über ein halbes Jahr geplant. Ich habe Geduld. Dude, also ich hänge ab mit ihr. Sie hat, wir waren in der Bank, sie hat etwas von ihrem Geld mitgenommen. Nicht alles. Wir gehen nach Hause und sie will rausgehen, durch die Vordertür. Und ich würge sie, schleife sie. Mein größtes Problem war der Hund. Aber ihr Hund liegt da und guckt zu, wie ich sie töte. Er hat nichts gemacht. War niemand zu Hause? Nein, niemand war da. Nicht mal ihr Vater war da. Er war in Florida. Also ich musste gehen. Ich habe mein Handy fallen gelassen, in Sarahs Haus. Mein Handy war in Sarahs Haus. Warte, du hast dein Handy da gelassen? Ja, ich habe es da verloren. Ich konnte es nicht wiederfinden. Und ich musste zur Arbeit. Ich habe alles getimed. Du hättest es in deiner Tasche lassen sollen. Was hast du gemacht? Jemanden erwürgt? Ich habe sie förmlich erhangen. Ich habe sie richtig hochgehoben und sie baumelte so über dem Boden. Und sie hat sich einfach eingebaut. Sie hat meinen Namen gesagt und das war's. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, sie zu töten. Ich dachte, ich würde sie würgen und sie wäre nach ein paar Minuten weg. Aber ich habe sie gewürgt und dann lag sie da und hatte einen Krampfanfall oder so. Also musste ich ein T-Shirt holen und es ihr in die Kehle stopfen. Damit sie nicht erbricht oder so. Und ich habe meine Finger über ihre Nase gehalten und einen Timer gestartet. Das hat eine halbe Stunde gebraucht. Das ist die Sache mit Überfällen. Es gibt so viele Dinge, die man nicht planen kann. Weil man es nicht weiß? Ja, weil man es nicht weiß, bis es passiert. Den ganzen nächsten Monat über wurde ich befragt von der Polizei. Immer wieder und wieder und wieder. Das ist jetzt alles vorbei. Ich denke, ich hab's hinter mir. Ich fühle mich nicht anders. Ich denke auch nicht über die Tat nach. Du denkst immer, du versuchst neue Sachen und dass du dich verändern wirst. Aber es tut sich einfach nichts. Das Schlimmste daran ist, ich dachte, ich gehe mit 50 oder 100.000 Dollar raus. Aber sie hatte auf der Bank einen Safe, aus dem sie das Geld holte. Und sie hatte nur 10.000 oder so. Und dieses Geld, ich weiß nicht, ob es verbrannt wurde oder so, das ganze Geld, schreckliche Qualität. Ich weiß nicht, ob ich davon überhaupt irgendetwas auf mein Konto einzahlen kann. Das ist auffällig und es sieht aus wie Sarahs Geld. Vor allem, wenn sie gezielt nach der Person suchen, die das Geld hat. Sie hat so viel Geld und ich habe nicht mal ein Viertel davon bekommen. Also hast du nur 7.000 hast du gesagt? Ja, irgendwie so. Hast du es ausgegeben? Nee, ich habe nicht mal versucht, irgendetwas damit zu machen, weil es in so einem schlechten Zustand ist. Ich muss erstmal abwarten und dann gucken, ob ich einen kleinen Teil davon zur Bank bringen kann. Wo hast du es versteckt? Sandy Hook. Zuerst hatte ich es eine ganze Zeit lang bei mir zu Hause, aber dann habe ich aufgehört, Preston zu vertrauen. Ich steige in ihr Auto und setze zurück. Da ist eine Überwachungskammer auf der anderen Straßenseite. Also muss ich mich so verhalten wie sie. Ich habe sie beobachtet. Jedes Mal, wenn sie ausgepackt hat. Sie macht das immer gleich. Also habe ich genauso ausgepackt und bin genauso rausgefahren wie sie. Mit ihrem Kofferraum? Nee, wir haben sie auf den Beifahrersitz von ihrem eigenen Auto gesetzt. Und ich habe sie angeschnallt. Damit es aussieht, als würde sie einfach nur schlafen. Dieses grausame und zugleich sehr ausführliche Geständnis führte dazu, dass sowohl Liam als auch Preston sofort festgenommen wurden. Während Liam seine Aussage verweigert hat,
packte Preston im Nebenzimmer aus und brachte damit ein wenig Licht ins Dunkle. Nach dem Tod von Sarahs Mutter hatte sie viel Geld geerbt. Als Liam das erfuhr, bemühte er sich seitdem noch mehr um Sarah, um an ihr Geld zu kommen. Am 2. Dezember hatte Liam ihn plötzlich aufgelöst angerufen und erzählt, dass er Sarah getötet habe. Er bettelte so lange, dass Preston ihm unbedingt helfen müsse, bis dieser schließlich einwilligte und zu Sarah fuhr. Dort stand Liam neben der leblosen Sarah und erzählte, dass er Sarah gezwungen hätte, mit ihm zur Bank zu fahren und Geld abzuheben. Er ist davon ausgegangen, dass Sarah viel mehr Geld besitzt und auch mehr abheben würde. Insgesamt hatte sie aber nur $7,000 abgehoben und das Geld war dazu auch noch in einem sehr schlechten Zustand. Dennoch entschied sich Liam dazu, Sarah umzubringen und ihr das Geld zu klauen. Preston hätte sich bereit erklärt, Liam zu helfen, und gemeinsam versteckten sie Sarahs Leiche draußen, vor dem Haus, unter einem Busch. Liam wäre mit seinem Auto zur Arbeit gefahren, um ein Alibi zu haben, und sei später am Abend mit Preston in dessen Auto zurückgekehrt. Gemeinsam hätten sie Sarahs Leiche auf den Beifahrersitz ihres Wagens gesetzt und Liam sei mit Sarahs Auto zur Balmer Bridge gefahren. Preston folgte ihm in seinem eigenen Wagen. Dort angekommen hätten sie Sarahs Leiche in den Fluss geworfen, ihr Auto zurückgelassen und wären mit Prestons Auto zurück nach Hause gefahren. Wir erinnern uns kurz zurück. Durch die Überwachungskameras der Nachbarn konnten die Ermittler die Aussage von Liam überprüfen und haben den Verdacht gegen ihn deswegen ja fallen gelassen. Hätten die Aufnahmen eine bessere Qualität gehabt, hätte man aber sehen können, dass das Auto von Sarah nicht sie selbst, sondern Liam gefahren ist. Als man Liam mit dem Geständnis von Preston konfrontiert, streitet er weiterhin alles ab. Sein Geständnis in Anthonys Auto begründet er damit, dass er Schauspieler werden wolle und er demnächst ein Casting hätte. Das gesamte Geständnis sei eine Übung und nur gespielt gewesen. Die Gerichtsverfahren gegen die beiden Männer starten erst einige Zeit später und ziehen sich über mehrere Monate. Im April 2017 wird Preston wegen Raub, Beihilfe zu Raub, Vertuschung einer Straftat und Schändung von menschlichen Überresten verurteilt. Der letzte Punkt bezieht sich auf das Entsorgen der Leiche. Preston erklärt sich bereit, gegen Liam auszusagen und führt der Polizei sogar den Tatablauf vor Ort vor. Arms on her shoulders like this. So were her feet dragging on the ground? Yeah. Okay. And then I carried her over here. Dragged her over here and kind of sat her under the bushes right here. These are the bushes that you place her in? Mm-hmm. Okay. And yes. How did you position her when you brought her out here? She was laying on her side like this. Schlussendlich wird er zu 18 Jahren Haft verurteilt. Im Januar 2019 beginnt der Prozess gegen Liam. Er plädiert auf nicht schuldig und streitet weiterhin alles ab. Vor Gericht sagt er, dass er hoffe, dass Sarah noch lebt und nur abgehauen sei. Sein Anwalt untermauert diese Theorie mit dem Argument, dass all die Jahre nie eine Leiche gefunden werden konnte. Ein Zeuge behauptete außerdem, Sarah am 3. Dezember gegen 5 Uhr morgens noch gesehen zu haben, was nicht stimmen könnte, wenn Liam sie angeblich bereits vorher getötet haben soll. Der Zeuge verstrickt sich allerdings in Widersprüche, als er behauptet, zu dieser Zeit auch Sarahs Auto gesehen zu haben. Dieses war zu der Uhrzeit bereits von der Polizei abgeschleppt worden. Besonders für Michael Stern, Sarahs Vater, ist die Gerichtsverhandlung nur schwer zu ertragen. Er trägt jeden Verhandlungstag ein lilafarbenes Hemd, Sarahs Lieblingsfarbe. In einer emotionalen Erklärung lässt er verlauten: An dem Tag, an dem ich von der Polizei erfuhr, dass Sarah ermordet wurde, war ich am Boden zerstört und wie betäubt vor Schock. Ich hatte furchtbare Träume und Albträume. Die schreckliche Tat, die mit ihrem Körper geschah, verfolgt mich jeden Tag. Ich würde Sarah nie wieder in die Arme schließen können. Liam selbst zeigt das ganze Verfahren über keine emotionale Regung. Im Februar 2019 wird Liam in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Im Juni 2019 wird er im Alter von 21 Jahren zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt.
Nach dem Urteil sagt Sarahs Vater in einem Interview: Mir ging es besser, als Sarah nur vermisst wurde. Ich dachte, vielleicht ist sie ja doch einfach weggegangen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Ich habe nicht gedacht, dass sie getötet wurde, dass sie ermordet wurde. Es ist so fürchterlich, das zu hören. Und dann die beiden Jungs zu sehen und zu hören, die ich ja auch so lange kannte. Wirklich Frieden gefunden hat Michael Stern bis heute nicht. Weiterhin fehlt jede Spur von der Leiche seiner Tochter. Vermutlich wird er sie nie begraben können. Der Mord an Sarah Stern ist ein Verbrechen, was einem kaum aus dem Kopf geht. Die kühle und abgebrühte Art, in der Liam den Mord an seiner Kindheitsfreundin schildert, ist nur schwer zu ertragen. Zum Glück war Anthony so aufmerksam und mutig, dass er es geschafft hat, Liam ein so ausführliches Geständnis zu entlocken, ohne dass dieser etwas bemerkt hat. Ohne seine Hilfe würde man vielleicht heute noch von einem Suizid ausgehen. Sarah wurde nicht von einem, sondern direkt von ihren beiden besten Freunden verraten und brutal ermordet. Vermutlich waren die beiden die letzten Menschen, denen sie ein solches Verbrechen zugetraut hätte. Schreibt mir eure Meinung zu dem Fall gerne in die Kommentare oder diskutiert darüber auf meinem Discord. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Denn so wird der Algorithmus angeregt und das Video Leuten vorgeschlagen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.